Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal an einem nicht so schönen Sonntag, jedenfalls was das Wetter betrifft. Gut, letzte Woche war es auch nicht besser. Nieselregen, windig, typisch norddeutsch. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, mal so wieder so ein schönes, leckeres Süppchen zu machen mit viel Fleischanteil. Herausgekommen ist die Rindersuppe Stroganoff. Schaut es euch an, viel Spaß. Kühnes Kochkanal. So, ihr Lieben, hier sind die Zutaten für unseren Rindereintopf Stroganoff. Wir fangen an, wir haben hier Rinderhüftsteaks, das sind so um die 700 Gramm. Denke mal, wenn ich die in Streifen geschnitten habe, und die Katzen auch versorgt sind, bleiben 600 über. Ne? Okay. Weiter geht's, da haben wir hier Cornichons. Ach, die willst du erst? Ja, Gut. genau, da haben wir, glaube ich, 7 Stück drin. Ne? Ah ja, Ja, war. jedem selber überlassen. Guckt einfach in die Infobox nachher. Des Weiteren haben wir Butterschmalz. Dann brauchen wir 3 Zwiebeln. Etwas Rinderbrühe. Dann haben wir braune Champignons. Mehl brauchen wir noch. Dann haben wir hier, wie ist das? Diese vakuumierte. Das ist rote Beete. Genau, die brauchen wir. Salz, Pfeffer, Zucker. Der Was haben Zucker wir ist noch? da um die Ecke. Ja. Genau. Herr Kühne ist einfach zu schnell für mich. Ja. Dann haben wir hier noch die Roggensenf und saure Sahne. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Jo, jetzt hast du alles aufgezählt. Gut, warte mal. Ich fange jetzt an, die Champignons in Scheiben zu schneiden und auch die Rinderhüftsteaks. Die werden dann scharf angebraten. Das sagen wir euch aber auch nur ein bisschen. Ja, und dann geht's weiter. Und die Zwiebeln darf ich wieder schneiden, ihr seht. Bis denne. Zwiebeln sind immer deine Aufgabe. Danke. Ja, Freunde, nachdem unsere Schnippelarbeiten abgeschlossen sind, haben wir ein wenig Butterschmalz in einer Pfanne erhitzt. Und jetzt braten wir portionsweise erstmal unser Fleisch an. So, wenn wir damit fertig sind, legen wir es beiseite. Und dann geht's weiter. Du brauchst jetzt aber nicht mit 3 Stückchen einzeln weitermachen. Nee. Pack's rein. Ja. Ja, es kommt natürlich ein bisschen mehr rein. Und jetzt kann er schön anschmoren lassen und dann sehen wir uns kurz wieder. Unser Fleisch haben wir nun aus der Pfanne genommen und beiseite gestellt. Nun habe ich noch etwas Butterschmalz in die Pfanne gegeben und jetzt kommen unsere Zwiebeln und die Champignons dazu. Ja, spritzt ein bisschen, ne? Das ist, wenn Herr Kühne kocht, unglaublich. Hier hat mein ehemaliger Mechaniker gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Los, mach die Champignons rein. So, hier sind die Champignons. Genau, unsere Zwiebeln schwitzen ja nun schön an, die Champignons halt auch. Das wird etwas dauern und dann melden wir uns gleich wieder. So sehe ich das auch. In der Zwischenzeit haben wir unsere Zwiebeln und die Champignons, die angeschwitzt sind, in einen Topf umgefüllt. Nun würzen wir mit, ja, 2 Esslöffel sollen es sein. Sind, glaube ich, 2 Esslöffel. So, machen wir noch rein. So, mit Dijon, mit Pfeffer wird gewürzt. Ich denke, da können wir ruhig ein bisschen was rein tun, weil im Fleisch, oder das Fleisch ist ja nicht gewürzt. Und wenn nicht, kommt man gleich noch ein bisschen rein. Ein bisschen. Salz. Da nehme ich so viel, würde ich sagen. So, wenn ich heute auch machen will. Ganz rührig unter. In der Zwischenzeit hat Helmut schon einen halben Liter Rinderbrühe angesetzt. Wir haben Instanzbrühe. Instant. Instantbrühe, nicht Instanz. Instantbrühe genommen. Das ist die letzte Instanz, aber wir haben Instantbrühe. Okay. Wieder. So, die gieße ich nun auch an. Er kommt nicht zuerst an. Entschuldigung, ja. Ja, Herr Kühne, passt auf. Dass einer aufpasst, genau. 2 Esslöffel Mehl. Stäuben wir hier nochmal drüber. Dass das Ganze ein bisschen anschwitzen.
Das waren jetzt fast drei. Ach, mein Gott. Weißt du, hier, ich nehme das nicht so genau mit den Mengen an. Ja, ist aber auch nicht so schlimm, hat ja bisher immer geschmeckt. Was? So, dann geht's hier. Das war ein kurzer Kameraausfall. Oh, Herr Kühne. So. Ja, auf jeden Fall riecht es schon sehr gut. So, jetzt darf ich aber mit meiner Brühe kommen. Auf jeden Fall. Halber Liter Rinderbrühe wird angegossen. So. Das darf ein wenig köcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun geht es hier weiter. Ich gebe nun die Sahne rein, die saure Sahne. 5 Esslöffel sollen rein. 2, 3, 4, 5. So, und da ich ja nun kein Freund für leere Sachen bin, kommen 6 rein und dann ist mein Becher alle. Oh, ich hasse es, wenn hier immer irgendwas rumsteht, was noch überbleibt, weil noch ein Esslöffel nicht rein muss. Hättest du größere Esslöffel gemacht, siehste, mit 5. Siehst du, da haben wir wieder mal ein Motto. So, ein Becher saure Sahne kommt rein. So, jetzt gebe ich unser Fleisch noch mit dazu. Alles hier. Ja, ein bisschen schlecht positioniert alles, aber ist nicht so schlimm. Genau. So, unser Fleisch gebe ich noch mit zu. So. Die kleingeschnittenen Cornichons. Also alternativ könnt ihr auch natürlich Gewürzgurken nehmen. Ne? Gewürzgurken. Genau. Gewürzgurken, jawohl. So. Das lassen wir noch ein wenig köcheln. Ich denke mal so mindestens 10 Minuten. Ne? Ich denke auch, also dass es ein bisschen durchzieht. Ne? Also 10 Minuten lassen wir die Sache jetzt noch köcheln. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Nebenbei wird nur noch unsere rote Beete gewürzt. Die habe ich klein geschnitten. Ich denke, ein bisschen Zucker kommt rein. Salz. Und noch etwas Pfeffer. Das Ganze rühre ich unter und dann haben wir nachher für die Suppe ein Topping. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich hochgehen würde, wenn man eingelegte rote Beete nimmt. Die ist zwar wie eine Gewürzgurke süß-sauer eingelegt, aber ich denke, das passt zur Suppe. Ja, ich denke mal, unsere Suppe köchelt jetzt noch. Und ich glaube, wir sehen uns beim Anrichten dann wieder. Ne? Wir haben ja jetzt alles. Ich denke, es ist alles dabei. Ja. Genau. Dann sehen wir uns zum Anrichten wieder. Ja, kurzes Fazit. An solchen schmuddeligen Tagen macht diese Suppe. Die ist total lecker. Wir hatten eigentlich noch vorgehabt, wenn was übergeblieben wäre, die Suppe ein bisschen anzudicken und daraus ein richtiges Bœuf Stroganoff zu machen mit Spätzle oder Reis. Aber es ist nicht ein Löffel übrig geblieben. So lecker war die. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Schönen Sonntag noch, bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.